mein Name ist Thomas Wehnert. Ich bin seit dem 1.4. hier am Stadttheater in der Funktion als Orchesterwart. Ich habe angefangen, Musik zu studieren. Vor circa 3 Semestern musste ich dieses Studium abbrechen, aufgrund von einer Musikerkrankheit. Und habe dann überlegt, was gäbe es noch zu machen in diesem Musikbereich, und habe dann eine 3-jährige Ausbildung zum Musikalienhändler gemacht. In dem Beruf auch dann einige Jahre dann noch gearbeitet und kam eigentlich darüber dann durch Gespräche auch mit befreundeten Musikern dann zu dem Beruf des Orchesterwarts. Ich wäre so um 7, 7:30 da vielleicht und würde dann aufbauen, also Stühle stellen, Tonständer stellen, die Noten auflegen, Instrumente aufbauen, also die großen Instrumente aufbauen, Schlagzeug, Bässe, Harfe und so weiter. Würde dann noch natürlich warten, bis die Musiker kommen, gucken, ob die noch Wünsche haben, ob das so passt alles. Wenn die Probe losgeht, würde ich dann in den Graben weitergehen wahrscheinlich und dort für abends aufbauen. Oder würde in meinem Büro mich um die Noten kümmern. Die Notenmappen müssen ja auch vorbereitet werden, nachbereitet werden und so weiter. Oder vielleicht Skizzen erstellen für das nächste Symphoniekonzert zum Beispiel, was ja dann auf der Bühne stattfindet auch und teilweise außerhalb auch. Dass man da guckt, organisiert bzw. zeichnet einfach, wie man das Orchester auf die Bühne bekommt. Amerikanische Sitzordnung zum Beispiel. Es gibt 3 verschiedene Sitzordnungen. Amerikanische Sitzordnung, deutsche Sitzordnung und Berliner Sitzordnung. Ist die Anordnung der Musiker. Also amerikanische wäre erste, zweite, Bratschen, Celli, vom Dirigenten aus gesehen immer, fängt man an. Also links von ihm sitzen die ersten Geigen, zweite, Bratschen, Celli. Deutsche wäre erste, Celli, Bratschen, zweite. Und die Berliner wäre erste, zweite, Celli, Bratschen. Ja, und das hat einfach klangliche Gesichtspunkte auch. Die Musiker und auch das Publikum hören sich anders dadurch. Mit einem Orchester waren wir unterwegs, wir waren im LKW. 2 Kollegen waren noch dabei und dann sagt der eine plötzlich zum anderen, du hast an die Notenständer gedacht, gell? Die silberne Kiste hast du mit, oder? Sagt der andere, nee, die silberne Kiste. Nee, ich dachte, du hast sie eingeladen. Okay, also Notenständer waren nicht dabei. Wir waren schon 1/2 Stunde gefahren und mussten dann nochmal umdrehen wieder. 1/2 Stunde zurück, die Dinger einladen, 1/2 Stunde wieder den Weg. Haben also 1 Stunde verloren und das heißt, die Probe, also die Musiker waren noch nicht da, wie wir ankamen, kamen dann aber kurz danach. Wir hatten kaum noch Zeit, dann aufzubauen. Probe musste später beginnen und deswegen konnte die nur noch 1/2 Stunde stattfinden, statt 1 Stunde. Also war nicht so toll. Musikalische Kenntnisse, ganz wichtig, würde ich sagen. Also über Musik im Allgemeinen, Komponisten, Dirigenten, Solisten, Werke natürlich auch, über die Instrumente Bescheid auch wissen. Eine gute Auffassungsgabe, würde ich sagen, ist wichtig. Und physisch und psychisch belastbar zu sein. Notenstände. Warum? Weil die Musiker sonst nicht spielen können. Ja. Also auf jeden Fall Dankbarkeit für den Job und wie wichtig auch so, dass das Zwischenmenschliche ist. Eine neue, spannende Herausforderung.